Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal Tower of Hell und wenn ich diesen Parcours hier schaffen werde, dann werde ich 5 von meinen Action Wolf Merches verlosen. Ob wir das Ganze auf jeden Fall schaffen werden, das seht ihr auf jeden Fall gleich nach dem Intro und ich hätte gesagt, Intro ab! So, als erstes gehen wir erstmal hier hoch. Ich bin halt auch noch nicht eingespielt, so richtig. Gut, wir müssen auf jeden Fall erstmal nach da drüben und dann nach da drüben. Gut zu wissen, da müssen wir hoch. 1A, perfekt. Ich sollte vielleicht auch mit Shift-Lock spielen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich stelle das kurz ein, weil sonst haben wir vielleicht ein paar Probleme. So, neuer Versuch. So, perfekt. Erstmal warten und überlegen. Wir gehen erstmal nach da drüben. Perfekt. Und jetzt nach hier. Die Sache ist halt die, wir müssen halt aufpassen, wie wir jetzt springen. Ah, shit. Da war der Typ, der stand. Erstmal hier schön hoch. Wir werden wahrscheinlich den Parcours hier eh nicht schaffen. Aber wir werden dann einfach schauen, dass wir den nächsten schaffen. Weil ich sehe mich jetzt schon da unten liegen. Ach du Heilige. Wohin müssen wir? Da hoch. Das kriege ich gerade noch so hin. Perfekt. Die Sache ist halt die. Ich kann halt jetzt riskieren. Und da hoch. Ja, perfekt. Das hat sich sogar gelohnt. 1A. Da hoch. Nein, come on. Ey, aber ich bin schon eigentlich ganz schön weit hochgekommen. Fast die Hälfte ist auf jeden Fall schon mal was. Aber ich glaube, mit Shift-Lock ist das Ganze schon einfacher zu zocken, als wenn wir sonst normal so zocken würden. Was ist das? Ich bin einfach abgeprallt. War so komisch da gehangen. Yo, das wird. Ich muss auch wirklich sagen, das ist eigentlich schon ein bisschen sehr schwierig, weil man halt keine Checkpoints und so hat. Aber wenn man das Ganze raus hat und man weiß, wie das Ganze funktioniert, dann ist auf jeden Fall nice. Und da vermasse ich jedes Mal. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich bin zu blöd dazu, da hochzugehen. Also da zu springen, eher gesagt. Und da vermasse ich auch immer. Das ist irgendwie richtig belastend. Ja, in 1:09 werden wir es eh nicht mehr schaffen. Aber ich will auf jeden Fall probieren, jetzt noch den Rekord hier, den ich bis jetzt habe, zu brechen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber irgendwie, mal schauen, ob das jetzt noch was wird. Ich möchte halt schon irgendwie gerne die Merches verlosen. Ich gebe auch mein Bestes. Die meisten Leute, die jetzt schon immer Tower of Hell spielen, die denken sich auch so, ich stelle mich an, wie als wäre ich der erste Mensch. Aber ja, Leute, ich bin in dem Game nicht so gut eingespielt. Und ich weiß, dass das auch manche Leute besser können. Aber ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Es wäre auf jeden Fall schon nice, wenn ich heute hier bis ganz nach oben komme. Ja, mal schauen, ob ich das schaffen werde. So, hier hoch. Ja, wir schaffen es eh nicht mehr, unseren Rekord zu brechen. Ich bin zu blöd, ey. Ich kann noch nicht mal da gescheit springen. 3, 2, 1 und let's go. Neuer Parcours, Leute. 8 Minuten Zeit. Jetzt wird's was. Es sieht nicht so schwierig aus. Warum ist das Ding so schnell? Warum bin ich daneben gesprungen? Was mache ich hier überhaupt? So. Ach du Heilige. Ich muss auf jeden Fall schauen, wie ich am besten hier lang gehe. So, hier lang. Da lang. Hier. Muss dann, glaube ich, von hier nach da oben. Nein! Ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Jo, wahrscheinlich ist da oben dann schon besser. Also leichter auf jeden Fall. Weil die anderen beiden da auf jeden Fall schon bis ganz nach oben kommen. So. Ich mache mal die leichtere Version. Alles klar. Das ist nicht die leichtere Version. So. So. Richtiger Moment. Perfekt. So, hier hoch. Da hoch. Ich gebe einfach mein Bestes, Leute. Aber es ist halt schon, finde ich, ein bisschen schwierig. Weil man darf halt nichts vermasseln. So belastend. Müssen wir dahin? Ach du heilige Leute. Uiuiui. Kann ich da hoch? Eigentlich ja. Was ist denn das jetzt? Wo muss ich hin? Ah, das sind einfach nur so Flaggen. Okay. Wo muss ich da hin? Oha. Jetzt wird schon ein bisschen sehr anstrengend. Oh, das ist ja irgendwie richtig belastend. Ich komme da nie hoch. Ich weiß nicht warum, aber ich prall da jedes Mal ab. Ah, jetzt. Das ist irgendwie richtig schwierig. Oh nee, diese Stage hasse ich. Oh nein. Ah, du heilige. Oh, ich hasse diese Stage. Ey, Leute. Das sieht irgendwie danach aus, als würde ich es gleich schaffen. Die Sache ist halt die. Nein. Ich darf nichts vermasseln, wollte ich gerade sagen. Oha. Die obere Stage ist wirklich jetzt schon ein bisschen sehr schwierig. Aber Leute, im Vergleich zum ersten Mal, schaut mal, wir sind einfach zur vorletzten Stage gekommen. Jetzt machen wir das hier schon wie ein Weltmeister. Yeah, Leute. Einfach voller Motivation an die Sache rangehen. Und dann wird das auch einfach hier hoch. Ich fühle mich jetzt auf einmal wie so der beste Profi, Leute. Was mache ich hier? Einfach der King hier gerade. Was mache ich, Leute? Ich stock das einfach durch. Irgendwie leckt das leicht. Also ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht oder ob das jetzt hier mit meinem Bildschirm zusammenhängt. Aber es leckt leicht. Ja, bei dem hier geht's eigentlich immer. So weit waren wir jetzt schon. So, jo. Oha. Nein! Come on, erstmal vermasselt. Man kennt's. Es könnte sein, dass wir es jetzt nicht schaffen werden, weil die gleich die Zeit verdoppeln werden, wenn die beide gleich im Ziel oben sind. Aber es wäre halt schon geil, wenn wir es schaffen würden.
Ui. Ja, die Zeit ist jetzt vervierfacht. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wäre auch so schön gewesen, schon beim zweiten Mal. Aber man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei. Also werden wir es wahrscheinlich, ah shit, beim dritten Mal schaffen. Ja, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Wir haben noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Nächster Parcours, Leute. Und wahrscheinlich auch der letzte für dieses Video. So, jetzt aber. Ich glaube dran, dass ich es schaffen werde. So. Ganz entspannt. So. Das Ding kann ich jetzt auch nicht so gut hier. Ja, das ist halt ein bisschen sehr belastend. Die Sache ist halt die, ich sehe halt die Stages auch so schlecht. Oder kommt nur mir das so vor? Habe ich gerade ernsthaft das Ding berührt? Ich weiß es nicht. Mir kam es irgendwie so vor, als hätte ich nichts berührt. Aber es kann auch Einbildung gewesen sein. Jetzt wird's was. Ich glaube fest dran. So. Ja, das Problem ist halt irgendwie. Warum hatte ich gerade die doppelte Animation? Das Problem ist halt einfach an der ganzen Sache, dass hier dieses Ding so schräg ist. So, jetzt aber. Wir werden das Ding doch noch schaffen, oder Leute? Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, perfekt. Ich muss genau ausrechnen, wie ich am besten springe, dass ich genau nach da drüben komme. Was ist denn das? Och, come on, ey. Perfekt. 1A läuft. Ja, das hier können wir ja langsam, Leute. Also die blaue Stage, die machen wir. Die ist einfach. Aber die rote Stage, da haben wir unsere Probleme. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Nämlich, weil erstens, wir haben zu einen hohen Ping. Wir können gleich mal nachschauen, welchen Ping wir haben. Und zweitens, weil das Ding hier schräg ist. Wir haben auch immer die doppelte Animation. Ich schau mal kurz, wie hoch unser Ping hier ist, Leute. Wir haben einen Ping von 250. Ein bisschen hoch. Ein 250er Ping. Wundert mich eigentlich nicht, dass wir es da nicht schaffen. So, jetzt aber. Da lang. Perfekt. So, hier hoch. 1A. Ist hier einen perfekten Sprung. Da einen perfekten Sprung. So. Und da wieder vermasselt, Leute. Wie immer. Standard, man kennt schon. So, hier hoch. Da lang. Sprung. Da Sprung. Da Sprung. Da Sprung. Hier. Perfekt. Da lang. Es läuft. 1A. Jo, ich wollte mal wieder runter, Leute. Wollte mal wieder ganz nach unten gehen. Hat gerade Spaß gemacht. So. Ich werde mal schauen, wie weit wir es noch schaffen werden. Aber wir werden wahrscheinlich die rote Stage jetzt nicht mehr schaffen. Also, was mich irgendwie am meisten ärgert, dass wir die andere Stage, die zweite, so, ja, vermasselt würde ich jetzt nicht sagen, aber dass wir die halt einfach nicht geschafft haben. Also, die war eigentlich die leichteste. Die hier ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Also, ja, so schwierig würde ich es auch nicht sagen, aber es ist schon schwieriger. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir werden es leider jetzt eh nicht mehr schaffen. Wenn es euch auf jeden Fall trotzdem gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall noch einen Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke zu aktivieren, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ja, ich werde auf jeden Fall bald noch einen neuen Teil aufnehmen. Ich werde ein bisschen üben, dass ich es dann auf jeden Fall auch mal schaffen werde. Und ja, dann hätte ich gesagt, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wer das Video jetzt bis zum Ende geschaut hat. Leute, wir machen mal so, Leute, wer das bis zum Ende gesehen hat, der schreibt einfach mal in die Kommentare Hashtag ActionWolfArmy. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt schon seinen Roblox-Namen reingeschrieben hat, weil die meisten wahrscheinlich denken, die nur am Anfang das Video geschaut haben, dann weggeklickt haben, dass ich jetzt den Parcours geschafft habe. Bin mal gespannt, Leute. Aber wie schon gesagt, die Leute, die bis hierhin geschaut haben, schreibt einfach mal Hashtag ActionWolfArmy in die Kommentare. Oder WolfArmy, ist egal, Leute. Irgendwas so, was halt dazu passt. Und ja, und ich hätte gesagt, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, euer ActionWolf. Ciao.